Während die Amerikaner nach dem Sieg von Donald Trump geradezu euphorisch sind und besonders die Wall Street besonders euphorisch ist, sodass man heute Inflationszahlen gefeiert hat, die extrem heiß sind, zwar wie erwartet heiß, aber eben sehr heiß und darauf hindeuten, dass die Inflation alles andere als besiegt ist, die Fed wohl dennoch nächste Woche die Zinsen senken wird, aber erstmal das letzte Mal, würde ich vermuten, um dann erstmal innezuhalten. Jedenfalls große Tech-Werte heute wieder mal die Treiber an der Wall Street. Und dann gucken wir mal nach Deutschland. Da können wir schon froh sein, wenn die Lichter nicht ausgehen, denn die Strompreise, die explodieren geradezu aufgrund der Dunkelflaute, also keine Sonne, kein Wind. Das sind astronomische Zahlen, die wir jetzt hier erleben. Jeder, der sein Auto aufladen will, der wird ein kleines Problemchen haben mit diesen Kosten, die jetzt auf ihn zukommen, wenn er morgen aufladen muss. Und auf der anderen Seite, nach einer neuen Umfrage, fast 40% der deutschen Unternehmen wollen 225 Mitarbeiter entlassen. Also jetzt kommt der große Schmerz noch. Und all das ist kein Zufall, sondern das ist die Quittung einer verfehlten Energiepolitik, einer verfehlten generellen Politik, die vor allem auf Umverteilung setzt, die eine Vision hat, aber meinte, der Wirtschaft diese Vision aufdrücken zu müssen. Stichwort Elektromobilität, das geht furchtbar nach hinten los. Und so ist dieser Kontrast einerseits zwischen den Amerikanern, die so besoffen sind, dass sie irgendwann gegen die Wand laufen, und uns, wo die Lage immer dramatischer wird, aus meiner Sicht auch in jeder Hinsicht dramatischer wird. Diese Differenz ist so unfassbar groß. Steigen wir gleich mal ein. Im ersten Teil will ich diese Situation in den USA beleuchten. Im zweiten Teil gucken wir dann, was in Deutschland los ist. Und das hat es wirklich in sich. Wir starten zunächst mal mit diesen Inflationsdaten. Heute, wie erwartet, 0,3 zum Vormonat. Das ist die höchste Zahl seit April, und 2,7%. Hier rechts sehen Sie es im Chart. Es geht wieder nach oben mit der Inflation und vor allem sehr heiß. Supercore, also die Kernrate der Inflation im Dienstleistungssektor ohne Nahrung und Energie, bei 0,342% zum Vormonat. Im Oktober war das Ganze noch 0,313%. Also auch da geht es wieder nach oben. Natürlich dann perfekt, wenn man die Zinsen gleich einmal richtig senkt, gell, wenn die Inflation weiter steigt. Und hier sehen wir mal, es gibt eine Berechnung der Gesamtinflation, also die wirklich die steigenden Preise kumuliert berechnet, und da sind wir jetzt bei 316 und ein paar zerquetschte. Als diese Berechnung startete im Jahr 1913, waren wir bei 10, mit anderen Worten, die Preise haben sich seit 1910 ver-32-facht. Und wenn wir jetzt mal kürzer zurückblicken, etwa letztes Jahr, dann sehen wir vor allem Transport in den USA, Shelter, also Unterkunft, Medical Care und so weiter und so fort, was die Preise gebremst hat. Das waren vor allem Fuel Oil, Gasoline, also Energie und vor allem Autos. Und wenn wir jetzt uns die letzten 4 Jahre mal anschauen, hier rechts, dann sehen wir vor allem Medical Care, Apparel, also Bekleidung, Autos, all das ist im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit maßgeblich teurer geworden. Dementsprechend nach wie vor keine irgendwie wirklich Abkühlung der Preissteigerungen in Sicht. Donald Trump hat das ja versprochen. Ich bin gespannt, wie er das einhalten will. Insgesamt sehen wir, 8 der letzten 11 Monate hatten wir Core-Inflation, also Kerninflation, bei 0,3% oder höher. Jetzt haben wir nur viermal in Folge 0,3%. Die Inflation ist sticky. Wir haben keinen Fortschritt gemacht. Wir sehen vor allem Steigerungen in den USA bei Food Prices, also bei den Nahrungsmitteln, etwa Beef 3,1%, Eier 8,2%. Das ist das, was den Leuten richtig wehtut. Hier sehen wir nochmal eine Aufstellung dessen, was jetzt teurer geworden ist und billiger geworden ist. Aber es ist das, was Sven Hendrik hier sagt. Also die Futures, die sind nach 14,30 gestiegen, weil eben die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung gestiegen ist, trotz der steigenden Inflation. Das ist natürlich eigentlich totaler Quatsch, denn das ist ein Warnsignal gewesen heute, wenn man sich diese einzelnen Parameter anschaut für die Fed. Und ich bin mal gespannt, ob Nick Timiraos am Wochenende Urlaub hat oder ob er ein freies Wochenende kriegt, denn wir wissen, dass die Fed gerne ja dann, wenn sie was Überraschendes macht, den Nick Timiraos vom Wall Street Journal vorschickt. So ist es passiert, als die Fed die Zinsen um 0,5% gesenkt hat. Ich weiß nicht mehr, wann das war, September oder so.
Da ein Artikel von Nick Timiraos im Wall Street Journal. Und ich denke, da werden einige in der Fed jetzt ziemlich unruhig sein und die Märkte aber feiern Party. Und bums, da ist er schon, der Nick Timiraos, der sagt, ja, die fallenden Preise für Kerngüter, also für Güter, die Güterdeflation, die ist vorbei. Das hat die Inflation lange nach unten gebracht. Die Güterinflation ist jetzt wieder steigend und das ist die eigentliche Hiobsbotschaft, die wir jetzt haben. Und das wird die Fed durchaus interessieren, weil ja die Inflation im Dienstleistungssektor eben nach wie vor extrem hoch ist. Und jetzt haben wir eben diese Kernrate über 3% seit 43 Monaten. Das ist die längste Strecke seit den 1990er Jahren. Und es ist ja noch nicht allzu lange her, 1,5 Wochen oder so, da hat Paul ja gesagt bei diesem Event der New York Times, Wirtschaft besser als erwartet, Arbeitsmarkt weniger schwach als erwartet, Inflation etwas höher als erwartet. Eigentlich Subtext, warum sollten wir da die Zinsen senken, aber wahrscheinlich wird es dennoch passieren nächste Woche, aber dann könnte auch finito sein, zumal es die sogenannte Waller Rule wieder angesprungen ist. Waller ist ja ein fette Mitglied und da wird geguckt bei dieser Waller Rule, ja, welche Preise beschleunigen sich besonders stark oder gibt es Preise, die besonders stark abkühlen, also geringer werden. Und wir haben jetzt sehr viel mehr Preise, die schnell steigen als schnell fallen. Das ist ein von der Fed durchaus gerne genommener Indikator für das, was passiert. Und was passiert, sehen wir hier auch bei diesen Financial Conditions, also den Finanzkonditionen. Die sind jetzt so locker wie seit über einem Jahr nicht mehr. Und die Wall Street feiert, weil man sich sagt, naja, hätte ja schlimmer kommen können. Wir sehen, dass die Märkte gestiegen sind, vor allem große Tech-Werte gestiegen sind, wie ich gleich zeigen werde. Und hier sehen wir mal die Sticky Inflation, die ich Ihnen hier mal reinpacke. Das ist das, was die Atlanta Fed berechnet, also die klebrige Inflation, das, was nicht so schnell weggeht. Und das ist wieder angestiegen auf jetzt 3,8%. Auch das weist wieder nach oben. Wir haben also einen relativ klaren Trend. Natürlich nicht jetzt wie einst diese Superinflationszahlen, die wir in Corona gesehen haben. Aber es ist klar, schon vor Trump und den Zöllen geht es wieder mit der Inflation nach oben. Und das dürfte für die Fed durchaus ein Warnsignal sein. Und auch die Fed Fund Futures werden jetzt ein bisschen defensiver. Wir sehen ja im Dezember, also nächste Woche, da ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir dann die Zinsen senken werden. Deswegen wird hier eine 0,24 Zinssenkung eingepreist, also praktisch eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senkt. Aber dann wird es ein bisschen eng und dann erwartet man eigentlich den nächsten Schritt so richtig erst März, April, da vielleicht in der übernächsten Sitzung dann der Fed. Aber wie gesagt, dann kommt Trump, dann könnte sowieso alles anders werden. Jedenfalls sehen wir, wie stark die Inflationserwartungen nach oben steigen. Das ist geradezu eine Explosion, weil die Amerikaner natürlich ahnen, oh, jetzt kommt der Trump und der wird die Zölle einführen. Noch ist nicht klar, wie krass und wie heftig, aber die Leute bereiten sich darauf vor. Man kann bei verschiedenen Logistikern sehen, wie jetzt schon die Aufträge massiv reinkommen, weil alle nochmal frontloaden wollen, alle nochmal schnell bestellen wollen, bevor die Zölle kommen, schnell noch Waren in die USA exportieren, bevor die Zölle dann reinschlagen, und dementsprechend checken das die Leute und sagen, ja, da kommt was. Und diese Inflation tendiert jetzt wieder nach oben, und hier wird ja oft dieser Vergleich aus den 70er, 80er Jahren bemüht, muss nicht so eintreffen, aber wir haben jetzt die Zeit eben hinter uns und dieser Verlauf ist ja unfassbar parallel, den wir hier gesehen haben. Also das kannst du dir ja gar nicht ausdenken. Also wir haben jetzt die Zeit, wo die Geschichte wieder nach oben gehen dürfte, nach oben gehen sollte. Diesmal nicht wegen Öl, das dürfte jetzt nicht mehr der Faktor sein, aber wegen geopolitischer Spannungen, wegen Zöllen, wegen all diesen Dingen, die da auf uns zukommen werden. Und sie kommen auf uns zu. Heute Morgen ja die Meldung, dass China sagt, ja, okay, wenn Trump die Zölle macht, werden wir den Yuan abwerten. Wir hatten schon die Attacke auf Nvidia, diese Untersuchung gegen Nvidia seitens der Chinesen, und wir hatten das Exportverbot Germanium, Gallium, die für die Verteidigungsindustrie eigentlich sehr, sehr zentral sind, spricht aber kaum jemand drüber, aber es ist ein Accident waiting to happen, ein Unfall sozusagen in Zeitlupe, der sich hier anbahnt. Und hier sehen wir, wie sich diese Hinweise verdichten. Jetzt hat er den Jack
Helberg ernannt, nämlich der gute Trump, als State Department Economic Policy Official, also praktisch jemand, der für die Wirtschaftspolitik mit maßgeblich verantwortlich ist. Und das ist ein bekannter China Hawk, also jemand, der sehr scharf in Sachen China unterwegs ist. Wir haben gesehen, dass dieser Bericht von Reuters heute Morgen, dass die Chinesen planen, ihren Yuan abzuwerten, wenn Trump hier mit den Zöllen um die Ecke kommt, dass das dafür gesorgt hat, dass der Yuan schon abgewertet hat, dass auch der Euro gefallen ist zum Dollar. Und Dollar konnte dann maßgeblich zulegen. Und wir sehen, dass vor allem die Emerging Market Currencies auch unter Druck waren. Also die Währungen der Emerging Markets sind da so stark gefallen wie seit knapp 2 Wochen nicht mehr. Jetzt nicht dramatisch alles, aber wir sehen, die Märkte, die antizipieren langsam, was da vielleicht kommen könnte. Und was kommen könnte, sehen wir auch hier. Bei all dieser Euphorie, die ja grenzenlos ist in den USA, gibt es den sogenannten Walmart Recession. Das Walmart Recession Signal, also ein Signal, das sich dadurch berechnet, wie das Verhältnis ist zwischen dem Aktienkurs von Walmart in Relation zum S&P Global Luxury Index, also Walmart als Lebensmittelgeschäft. Wie läuft die Aktie auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie läuft der Luxussektor? Und da sehen wir ein klares Rezessionssignal. Das hat zuletzt immer funktioniert eigentlich. Aber diesmal ist bestimmt alles anders. Und der Aktienkurs von Walmart ist ja durch die Decke geschossen jetzt zuletzt. Und das, obwohl Walmart, glaube ich, mindestens 50, wenn nicht sogar mehr Prozent seiner Waren aus China bezieht. Wenn das Ganze bezollt wird, dann bin ich gespannt, wie die Geschichte bei Walmart eben weitergeht. Und hier sehen wir mal Walmart jetzt rechts oben, WMT, wenn Sie das erkennen können, ist eine Aktie, die extrem stark zulegen konnte. Manche fragen schon, ist Walmart jetzt die neue Nvidia? Nvidia hat jetzt in einer Woche über 8% verloren, Apple massiv gestiegen, Amazon, vor allem Tesla natürlich, aber auch Google, Meta und Microsoft, die sind wieder die großen Gewinner. Hier sehen wir das, was heute der Fall ist, und die Bloomberg Headline bringt es so ein bisschen auf den Punkt: Big Tech Rallies as Fed Rate Cuts Get Green. Also die Fed wird jetzt sozusagen nochmal die Zinsen senken, und es sind vorwiegend wieder eben die großen Tech-Unternehmen. Dieses Spiel haben wir jetzt den 8. Tag in Folge. Wir haben jetzt 7 Tage in Folge die Situation gehabt, dass mehr Aktien gefallen sind, als sie gestiegen sind. Die längste Strecke seit 2019, trotz der Trump-Euphorie. Also es ist schon ein bisschen seltsam. Und warum es heute so nach oben geht, liegt auch am VIX, also am Volatilitätsbarometer. Da wird sozusagen massiv dann, als die Zahlen nicht höher kamen als befürchtet, wird massiv gegen den VIX gewettet, also auf einen fallenden VIX, auf ein fallendes Angstbarometer. Wenn der VIX fällt, dann springen die Algorithmen der Wall Street Banken an, weil sie sagen, oh, Vola geht runter, dann können wir kaufen. Wenn die Vola sehr stark steigt, dann verkaufen diese Algorithmen, darauf sind sie programmiert. Und so sehen wir diese Reaktion heute, die eigentlich von der Zahl her, von der fundamentalen Lage dieser Inflationsdaten null gerechtfertigt ist, aber das sind eben die Mechanismen, die wir hier sehen. Interessant auch der Plan von Apple, jetzt zusammen mit Broadcom einen Chip zu entwickeln für KI. Also man könnte sagen, ein Frontalangriff auf Nvidia. Die Einschläge kommen ein bisschen näher für Nvidia, deswegen die Aktie ja nicht mehr so der große Renner wie eben lange Zeit. Bin mal gespannt, ob man da weiterkommt. Die Apple-Aktie ist dagegen ja super gelaufen, und schauen wir uns mal diese großen Tech-Unternehmen an. Die Mag 7 sind jetzt nach der sogenannten PEG-Ratio, also das ist das Verhältnis Price-to-Earnings, also Kurs-Gewinn-Verhältnis in Relation zur Growth-Ratio, also zum Wachstumsquotienten könnte man sagen. Selbst da ist man extrem teuer, extrem überbewertet. Eine Apple zum Beispiel, die stagnierende Umsätze seit Jahren hat im Prinzip, und die Aktie steigt und steigt. Also das ist praktisch Multiple Expansion. Also die Aktien werden schlichtweg teurer. Und das Ganze wird so lange gut gehen, bis es nicht mehr gut geht. Hier sehen wir das nochmal, dass wir jetzt 7 Tage in Folge die Situation haben beim S&P 500, dass mehr Aktien gefallen sind, als gestiegen sind. Vielleicht heute der 8. Tag, muss man sehen. Jedenfalls ist das in den letzten 25 Jahren nur 2-mal passiert, wenn man relativ nahe am Hoch war. Und wir sehen, jedes Mal ist es dann zu einer Korrektur gekommen. Jetzt
haben wir Dezember, die Wall Street will ihre Boni absichern, will jetzt nichts mehr groß riskieren, schon gar keinen Einbruch an den Märkten, aber das ist schon wirklich interessant, diese Konstellation. Und noch interessanter ist das, was morgen passieren wird, und zwar 19 Uhr, meine Damen und Herren, nämlich das Gespräch meinerseits mit dem Markus Miller. Ich habe heute mit ihm gesprochen, da geht es um die Entwicklungen auf dem Kryptomarkt, da geht es um das Thema Bitcoin-Reserve, da geht es um all diese Fragen, die so viele Leute beschäftigen, diese Euphorie um Bitcoin, was ist da eigentlich der Fall, ist das ernst zu nehmen, wie ernst zu nehmen, und ich kann Ihnen sagen, da ist eine Menge Sprengstoff drin, also ich kann Ihnen nur empfehlen, unter dem Video packe ich das nochmal als Link hin, sich da anzumelden, einfach E-Mail-Adresse eingeben, reicht, dann bekommen Sie den Link zugemailt, wo Sie das eben abrufen können ab morgen. 19 Uhr. Würde mich sehr freuen, wenn Sie da dabei sind. Ich freue mich schon drauf. Das Gespräch heute war super mit ihm. Da kann ich mir vorstellen, dass das richtig rocken wird. Und rocken tut auch der zweite Teil, meine Damen und Herren. Auch da der Link wieder unter dem Video. Da will ich die desolate Lage in Deutschland zeigen mit diesen Verwerfungen am Energiemarkt, die natürlich selbstverschuldet sind. Aber gut, wir bekommen jetzt halt ein bisschen eine Habeck-Quittung. Wir hätten das schon ahnen können. Nicht wahr? Das sind Dinge, die kannst du nicht vorher ahnen. Ne? Plötzlich fällt dir der Himmel auf den Kopf und du weißt gar nicht warum, nicht wahr? Das alles im zweiten Teil, meine Damen und Herren, unter dem Video. Und die Anmeldung zum Webinar. Ich sage Servus, ciao.